Moin, Manuel ist hier, oder Johannes, je nachdem, wie ihr möchtet. Ich spiele gegen Pavel Kovtun, einen russischsprachigen, zumindest laut der Spracheinstellung hier bei Lichess. 3D-Brett, so ein bisschen in Dolgfarben, wenn ich das an der Stelle mal noch so formulieren darf. Grün, lastig, dafür die Figuren völlig unpassend gefärbt, aber hey, das ist ja irgendwie auch das Ziel. Das Ziel des Kanals hier und das haben wir dann damit erreicht. Badum. Schauen wir mal, wo wir uns weiter ausbreiten können. Vielleicht hier langsam gegen den F-Bauern. Aufpassen auf C7. Mit meinem Läufer komme ich jetzt nicht mehr zurück, weil hier so ein blöder Bauer auf E5 steht. Dann müssen wir das tatsächlich so spielen, glaube ich. Und dann wiederum hier auf F7. Nachher möglicherweise Probleme. Wenn er schlägt, entwickle ich den Springer, oder? Nein, kann ich nicht entwickeln, weil dann eben F7 das Problem ist. Das habe ich ja gerade schon angesprochen. Ich habe keine schöne Figurenkoordination hier. Das gefällt mir nicht. Aber versuchen wir mal. Ah, nein, das war keine gute Idee. B6 hängt recht übel. Oh, ich komme mit dem Turm schon fast nicht mehr weg. Der Bauer hängt auch noch. Hei, 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 hei. Und jetzt nervt mich dann sogar am Ende der eigene Läufer. Hier kriege ich einen Bauern wieder. Muss aber den Tausch hier unten mitmachen. Auf G8. Vielleicht komme ich so wieder raus. Möglicherweise Druck gegen F2 gleich. Irgendwie so in der Art. Schauen wir mal, ob wir das zum Laufen kriegen. Also erst Angriff auf den Läufer, der ist ungedeckt. Und dann muss eben noch was hinterherkommen. Das ist jetzt dieser Läuferzug mit dem schwarzfeldrigen Läufer auf C5. Druck auf den ungedeckten Bauern auf F2. So kann man das natürlich verteidigen. Das ist interessant. Tja, vielleicht möchte ich das am ehesten mit dem Springer machen. Wobei ich gerade sehe, ich kann hier nicht nach D4. Da ist er zweimal drauf. Dann hätte ich vielleicht doch eher G4, G5, G4 spielen sollen. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Ich schiebe das mal noch hinterher. Er versucht jetzt die Türme zu verdoppeln, auf diesen Bauern Attacke zu machen. Ich schiebe mal sicherheitshalber meinen König von der Grundlinie. Jetzt kann ich nämlich mit dem Turm auf D8 nochmal den Bauern decken, der auch wieder ungünstigerweise nicht so richtig schön vorwärts kann, wegen dieser Problematik mit dem E5-Bauern. It's a beast, sozusagen. Okay. Was machen wir da? Ah, komm, wir machen mal was Wildes. Ich versuche ihn mal zu locken. Und gehe jetzt mit dem Springer hierher, drohe, wenn er schlägt, mit Doppelangriff auf Turm und König zu schlagen. Hier unten ist Schach. So, dann greife ich den Läufer an. Das Problem ist, so richtig weit trägt es wahrscheinlich nicht. Oh, aufpassen. Aufpassen. Vielleicht kommt man so am ehesten weiter. Schach. Ja, gut, muss man halt weg. Ist jetzt aber kein Schach, das mir besonders Angst macht. Zumindest vorerst nicht. Ich greife den Bauern hier an. Vielleicht hätte ich von hinten angreifen sollen. Das ist, glaube ich, effizienter. Na gut. Na, okay. Kann er sowieso da gedeckt unterbringen. Dann ist das tatsächlich gar keine so gute Idee. Schnell wieder weg. Und versuchen, zurück ins Kampfgeschehen zu kommen. Der Läufer hängt zum Glück. Zum Glück für mich hängt der Läufer und jetzt nicht gleich meinen Turm hinterher opfern. Hier passt er hin. Ich werde jetzt natürlich immer die Tendenz haben, Figuren von mir auf die weißen Felder zu stellen, weil ich dann die Möglichkeit habe, dem Läufer besser zu entkommen. Okay. Er möchte den Läufer auch noch droppen. Ich glaube, jetzt gibt er auf. Ja. Alles klar, vielen Dank für die Partie. Ich habe es eigentlich nicht gut gespielt, aber ich habe die zwei Läufer halt gesehen. Wenn er die in meinen Weg stellt, dann nehme ich die diesmal tatsächlich mit. Genug Partien hier auf dem Kanal, die ich nicht gemacht habe.
Sorry, Pavel Kovtun, dass ich diesmal gesehen habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zugucken und einen schönen Tag euch. Macht's gut. Ciao.